Grüß Gott und guten Abend, liebe Freunde, liebe CSU-Wähler, liebe Nicht-Bayern. Freue mich, dass ich heute vor 30.000 Gästen sprechen darf. Zahlen hat der ADAC ermittelt. Sie wurden von VW bestätigt. Schön hier zu sein, ich kann allerdings nur ganz kurz vorbeischauen, weil ich bin jetzt Vielflieger. Ich muss überall in Europa Flüchtlingsabkommen machen. Madrid, Athen, Rom, die Frisur sitzt. Wer anderswo schon registriert ist, kommt in Dreiwetterhaft. Spaß. Wobei ich in Sachen Witzen über Flüchtlinge vorsichtig bin, wegen dem Shitstorm nach meinem Geburtstag. Da sind's alle über mich hergefallen, weil ich gesagt habe, pünktlich zu meinem Geburtstag sind 69 Flüchtlinge wieder heimgeflogen worden. Haben's alle auf mich eingeprügelt, alle bis auf den Sebastian Kurz. Der hat sich gedacht, wenn die Zahl der Abschiebungen jetzt ans Lebensalter gekoppelt ist, kann er in Zukunft nur 13 nach Hause schicken. Aber wie gesagt, ich mache keine Witze mehr über Flüchtlinge. Ich mache jetzt Abkommen. Warum Abkommen? Weil wir von der CSU sagen, wir wollen nicht mehr, dass so viele Flüchtlinge bei uns ankommen, also machen wir Abkommen. Spaß. Jedenfalls mit Griechenland und Spanien habe ich schon ein Abkommen ausgehandelt, jetzt fehlt noch eins mit Italien. Und da musst du ja als deutscher Innenminister mit dem Salvini verhandeln. Der Salvini ist eine Art Björn Höcke al-Arabiata. Salvini kommt ja bekanntlich von Salve. Das ist laut Duden eine gleichzeitig abgefeuerte Anzahl von Schüssen aus mehreren Gewehren oder Geschützen. Im Fall von Salvini handelt es sich um Dauerfeuer. Also so viel wie der auf Fuckebook und auf Zwitscher. Ich spreche Lateinisch aus, wisst ihr doch. So oft wie der seine tägliche Dosis EU-Bashing raushaut, da kommst du mit dem Lesen gar nicht mehr hinterher. Wenn es nach dem Salvini ginge, würde Italien deutlich weniger Flüchtlinge aufnehmen und das Mittelmeer deutlich mehr. Ja, aber das ist ja Realität. Gell? Aber das wäre ein Verstoß gegen die Menschlichkeit, das will niemand, nicht einmal mir. Also machen wir ein Abkommen. Ich habe gesagt, der Matteo Salvini nimmt die zurück, die in Kiefersfelden ankommen und vorher in Italien von dortigen Beamten ordnungsgemäß registriert wurden. Ich habe gesagt zu Matteo, das kannst du ruhig unterschreiben, bevor ein italienischer Beamter irgendetwas ordnungsgemäß registriert. Vorher destilliert die Mafia Grappa aus Heizöl. Darauf der Salvini, woher weißt du das? Ich weiß, es gibt ein paar Oberschlaue, die wollen mich in Pension schicken, aber ich halte mich fit. Ich mache regelmäßig Sport, noch zweimal joggen, dann ist wieder Weihnachten. Und ich bin sehr schlau, ich werde auf meinem Computer niemals die beiden Tasten Alt und Entfernen gleichzeitig drücken. Nur zur Erinnerung, ich habe bei meiner letzten Landtagswahl 48% geholt. Ungefähr so viel brauchst du für die Alleinregierung, sonst musst du koalieren. Das muss man jetzt unseren eigenen Leuten in der CSU erst einmal erklären, was das bedeutet, koalieren. Das heißt, dass du dir die Macht mit Leuten teilst in der Regierung, die nicht einmal in der CSU Mitglied sind. Meine Frau, die Karin, sagt inzwischen, Horst, lass gut sein. Du musst rechtzeitig den Absprung schaffen und Jüngere ans Ruder lassen. Ich weiß dann immer gar nicht, wie sie es meint. Ich sag euch, ich habe der Jugend vieles voraus. Vor kurzem fragt mich eine junge blonde CSU-Abgeordnete im Bundestag. Papa Horsti, sagt sie. Ich habe nichts mit der zu tun, gell? Sagt sie, sie hat ein Problem, sage ich. Also schieß los, ich hör zu. Ja, sie möchte ihr Auto verkaufen, da sind aber schon 250.000 Kilometer auf dem Tacho und da gebe ich ihr die Adresse einer Werkstatt in Polen, die schraubt den Tacho runter auf 50.000 Kilometer. Eine Woche später treffe ich sie wieder, sage, und hast dein Auto jetzt verkauft? Sagt sie, na, bei dem geringen Kilometerstand habe ich es mir noch einmal überlegt. Ja, ich weiß, das ist nur ein Witz. Aber das beschreibt meine Mitarbeiter sehr gut. Danke, ich servus. Hey!